Na dann warteln wir mal wieder nach unten. Ich weiß nicht, warum wir hier die Möglichkeit haben, nach oben zu gehen. Vielleicht müssen wir das für später nochmal. Aber fürs Erste müssen wir weiter an der Kanalisation gucken. Wir hatten da noch Wege. Was ein bisschen ärgerlich ist, weil da diese fetten Beuleviecher sind. Die Eiterpickel, die im Wasser schwimmen. Die fetten Eiterpickel, sie schwimmen im Wasser und es ist widerlich. Vielleicht ist das hier die Rache der Pickel. Die wurden damals zu viel ausgedrückt von Teenager-Mädchen und Jungs. Deswegen dachten sie sich, das kann nicht mehr wahr sein. Wir müssen ein Monster in Resident Evil werden. Ich muss eklig werden. Ich muss mich selber ausdrücken und dann platzen, wenn Leute in die Nähe kommen. Okay, die platzen nicht, wenn man in die Nähe kommt. Aber das wäre cool. So als Special-Attacke. Okay, es wäre nicht cool. Es wäre eklig. Aber ja, ihr versteht schon, was ich meine. Ich würde hier gerne runter. Dass das nicht geht, ist enttäuschend. Da drin ist ja auch nichts. Muss ich doch die andere Seite gehen? Leon, wir müssen aber noch Ada holen. Wir lassen uns viel zu viel Zeit. Und wie ich das Spiel kenne, egal wie viel Zeit wir uns lassen, ihr passiert nichts. Und genau dann, wenn wir ankommen, genau dann kommt dieses Viech von der anderen Seite der Tür raus. Und dann müssen wir es bekämpfen. Wahrscheinlich sterben wir dann halb im Kampf. Und dann kommt dieser komische Mr. X nochmal an. Und kann ich das jetzt mitnehmen? Ja. Dann kommt dieser. Moment, das brauchen wir nicht mehr. Aber Andenken für Leon. Wir behalten das für Leon. Hier, dann kommt der Mr. X wieder. Und dann zerfetzt er uns. Und dann muss Ada uns doch wieder den Arsch retten. Den Popöchen retten. Das Popöchen. So, ab nach unten. Diese Waffe ist so groß. Das macht mir Angst. Riesig. So, Pistolen. Wir haben hier draußen, glaube ich, Zombies, ne? Die Leiche ist hier auch nicht mehr drin. Ja, da ist einer. Hallöchen. Dreh dich um. Du hast Besuch. Da klopft jemand an deinen Kopf. Lebst du noch? So, das hier war das. Vorher nicht zu. Achso, nee, wir sind von der anderen Seite gekommen, ne? Ja, wir sind von der anderen Seite gekommen mit. Hier sind wir mit Ada lang gekommen, oder? Oder war das mit Leon? Na, mit Leon. Mit Leon war das. Ja, das war mit Leon. Oh, da ist so ein ekelhaftes Viech. Ja, das war hier. Das war hier, wo wir hochgekommen sind. Mann, mein Gedächtnis ist auch wieder top dabei. Kriegst du uns hier nicht? Oh. Oh, okay. Ich dachte gerade, der greift uns. Okay, zwei Schüsse reichen mit der Deagle. Das ist gut. Denn wir haben kein Feuer. Wir haben keinen Brandkram da mehr. Wir haben keine Munition für unseren Feuerwerfer. Flammenwerfer mehr. Mein Gott, reden. Feuerwerfer. War das denn nötig, ihn umzubringen? Ich habe nicht das Gefühl, dass wir. Oh Mann. Hallo. Bei euch reichen die normalen Munitionen. Bei euch reicht die normale Munition. Das ist cool. Habt ihr das gerade gehört? Oh, das habe ich gehört. Das Viech da hinten. Ich glaube, zu dem Viech müssen wir auch. Das sah gerade echt ekelhaft aus. Du machst also die Geräusche. Das klang echt widerlich. So, das Viech. Bitte sei nicht zu schnell. Kannst dich umdrehen? Ich würde gerne deine Eiterbeule sehen. Komm schon, gib mir dein Auge. Okay, wir haben. Das ist ja schon viel einfacher als mit dem Flammenwerfer. Können wir hier irgendwas tun auf der Seite? Wir waren hier ja überall schon. Moment, oben waren wir. Waren wir oben schon? Ich glaube noch nicht, ne? Wir waren da unter. Ah, doch, wir waren hier oben schon. Hier ist das Büro. Aber wir haben doch den Code jetzt. Für den Schrank. Wie war der noch? Wir haben das da. SZF. SZF.
Hallo? So, S, ZF ist das. ZF. Sehr schön. Oh, ich habe eine Errungenschaft bekommen. Öffnen Sie alle Tresore und alle Schlösser im Spiel. Das heißt, es kommt nichts mehr. Gott sei Dank. Wir müssen uns nicht mehr damit abplagen. Es kommt nichts mehr zum Öffnen. Wir haben alles geschafft. Oh, das heißt aber auch, wir kommen bestimmt bald zum Ende. Das ist traurig. Das Spiel ist das bringt echt Spaß. Ich glaube, das ist echt mein Lieblingsteil von Resident Evil, muss ich sagen. Der ist echt gut. Ja, geh nochmal hier runter, Leon. Der ist halt wirklich gut. Ach, jetzt weiß ich, wo ich hin müssen, wo wir hin müssen. Genau, wir müssen genau hier hin. Wir müssen nämlich diese komischen Plugins da einsetzen. So, einen haben wir und zwei haben wir im Inventar, richtig? So, bin mir ziemlich sicher, dass Turm und Springer an derselben Wand sind. Da ist der Springer. Da ist kein Bild. Da ist auch kein Bild. Das ist schlecht. Eins davon ist der Turm. Läufer und Dame nicht nebeneinander. Ist da auch noch was? Oh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kann ich erstmal alle rausnehmen und dann neu sortieren einfach? So wie es mir passt. Das wäre ganz nett. Ich habe das gar nicht gesehen. Letztes Mal, als wir hier waren, habe ich gar nicht darauf geachtet, dass auf der anderen Wand auch was sein könnte. Okay, ziemlich sicher, dass Turm und Springer an derselben Wand sind. Turm und Springer an derselben Wand. Also der muss an. Dann der Springer ist bestimmt der hier. Oh, Moment, die haben ja andere Zeichen. Ich dachte, das sind alles die gleichen Elektroteile. Das sind ja Schachfiguren, die Teile. Ich dachte, das ist... Oh, da habe ich gar nicht geguckt. Ich habe das erst gesehen bei dem Pferd hier. Aha. Okay, also Turm und Springer an derselben Wand. Dann muss ich einmal hier den Turm... der Springer, nicht der Turm? Moment, jetzt bin ich verwirrt. Warum mache ich denn den Bauern? Ah, wieso mache ich den Bauern? Wovon rede ich denn hier? Okay. Okay, also. Der Turm. Das Ding. Und der Springer wahrscheinlich daneben. So. Das wollte ich nicht. Ist noch drin? Ja. Läufer und Dame nicht nebeneinander. Und Dame und Turm liegen sich gegenüber. Das heißt, die Dame muss... Der Turm ist hier. Die Dame muss hier in die Mitte. Die Dame. Ist das die Dame? Muss das denn so klein sein? Was ist denn das für ein Ding? Ich spiele kein Schach, falls man das merkt. Das hier ist doch der König, ne? Oder die Königin? Keine Ahnung. Ich glaube, das Ding. Huch, kann ich das nicht... Achso, ich war gar nicht an der Wand. Ich wollte gerade sagen, warum kann ich das nicht reintun? Das da rein. Und was war das? Dame und was nicht nebeneinander? Dame und Turm liegen über und Läufer und Dame nicht nebeneinander. Läufer und Dame nicht nebeneinander. Das heißt, der muss hier rüber. Da ist ja auch das Bild. Und hier kommt dann der König. Habe ich das nicht richtig gemacht? Moment, hier fehlt mir ja noch einer. Ist das Problem, dass mir jetzt einer fehlt? Brauche ich alle? Ich glaube, ich brauche alle, ne? Ich hoffe, das ist auch wirklich die Dame. Das Ding habe ich nämlich echt noch nicht gesehen. Unten ist ja noch einer. Unten ist noch ein Plugin, was wir nicht mitgenommen haben. Das müssen wir holen. Oder können wir das... Nee, das haben wir ja schon angemacht. Wo war das lang? War das... Das war bei dem Exit-Tor, oder? Das war im Vorratsraum. Wo sind wir gerade? Hier haben wir nicht... Haben wir irgendwas... Hier haben wir irgendwas nicht genommen, anscheinend. Und der Vorratsraum ist... Unten wahrscheinlich, ne? Ja, beim unteren Kanal. Da, wo wir waren.
Wir könnten hier lang gehen. Und gucken, was wir in dem Gang nicht aufgesammelt haben. Das ist nicht der Gang, wo wir sind. Kommen wir denn zu der anderen Treppe? Ach, ist das unter uns, wo Ada ist, oder was? Nee, da waren wir ja schon. Wie kommen wir da hin? Ach, ich bin verwirrt mit dem ganzen Untergrund. Da fand ich die Polizeistation deutlich einfacher zum Rumlaufen. Wir sind jetzt hier. Also wir sind da, wo wir sollen. Wir müssen da lang gehen. Und im unteren Kanal haben wir irgendwas auch übersehen. Glück haben wir nicht, ne? Nein, es ist nicht hier. Weißt du was? Nö, ich muss sowieso hier lang. Ich komme nicht dahin, wo das Geräusch gerade herkam. Ich kann da gleich gucken, damit wir das sammeln können, was wir übersehen haben. Aber als allererstes müssen wir in den Vorratsraum. Ich hoffe, da sind keine neuen Viecher gespawnt. Es ist ja immer in das Nest hier. Ich weiß, ob die sich immer wieder neu ausbrüten. Das wäre ekelhaft, wenn ja. Und ich hoffe, ich kann gleich einfach das Stück mitnehmen. Ohne, dass ich da nicht rauskomme. Und ohne, dass ich einen extra dabei haben muss. Das wäre blöd, weil ich habe die jetzt alle oben stecken gelassen. Ja, wir warten durch die ekelhafte Pampe. Ich würde mich da niemals reintrauen. Ich hätte durchgehend Angst, dass irgendwas meinen Fuß berührt. Trotz Schuhe, trotz Hose. Ich hätte durchgehend Angst. Das wäre mir zu widerlich. Irgendwelche Parasiten. So, hier hinten war das. Okay, Leon. Wir haben es bald geschafft. Beruhig dich einfach. Entspann dich. Alles wird gut. Den hier können wir nehmen. Also den müssen wir nehmen. Können wir nicht jetzt hier einfach raus? Nee, das ist ja jetzt trotzdem zu. Das ist der einzige, den wir brauchen. Nur wie kommen wir wieder raus, wenn wir den benutzen? Kann es sein, dass ich einen davon doch nicht brauche und ich habe den falschen einfach mitgenommen? Welcher ist das hier? Ist das die Dame? Das ist die Dame, die brauchen wir. Ich habe also einen falschen mitgenommen. Also muss einer tatsächlich drin stecken bleiben und ich habe einen falschen mitgenommen. Das ist ja toll. Okay, ich muss nochmal hingehen. Wir brauchen die Dame. Wir brauchen den Läufer. Wir brauchen den Springer. Und den Turm. Der König wurde nicht erwähnt. Der wird bestimmt egal sein. Dann gehen wir halt nochmal zurück. Das geht auch. Warum auch nicht? Ich glaube, ich mache da einfach einen Screenshot davon. Dann kann ich mir das merken. Oder mit meinem Handy ein Bild. Das klingt gut. Mit einem Handy ein Bild machen. Das hört sich jedes Mal so schlimm an hier, als ob hier gleich irgendwas passiert. Das Gute ist auch, wir sind nicht so weit vom Raum entfernt. Wir müssen jetzt keine Welten lang laufen, um dahin zu kommen. Das macht es deutlich einfacher. Ich glaube, wir nehmen auch einfach gleich alle Teile mit und lassen dafür eine Waffe da oder so, damit wir den Platz haben. Die können wir dann nachher wieder aufnehmen. Da ist ja ein Lagerraum. Oh, hier. Das ging ja nicht. Da war ja was. Ach, verdammt, jetzt bin ich umsonst die Treppen hochgelaufen. Naja, Training, Leon. Training. Deine schönen Beinmuskeln trainieren. Wer kann schon Nein zu gratis Training sagen? Und wir laufen, wir laufen. Wir laufen wie der Blitz. Sei Flash! Los, go! Ich will schneller ankommen. Huch! Das hat niemand gesehen. Ich habe auf gar keinen Fall aus Versehen die Karte geöffnet. Das würde ich niemals tun. So, wir sind doch gleich da. So, dann einmal rüber. Und dann sind wir auch schon da. Moment, das ist genau über uns, ne? So, nee, das ist genau hier. Nevermind, über uns war das andere Ding. Können wir einmal speichern, so rein aus Prinzip? Warum nicht? So, dann tun wir einmal unsere... wir nehmen den Flammenwerfer mal weg. Dann haben wir hier Platz und auch die Flinte einmal weg. Dann haben wir auf jeden Fall genug Platz, um alles mitzunehmen. Jetzt sollte ich das lassen, wo ich mir sicher bin, dass wir das brauchen, damit ich es nicht verliere. Also,
Turm und Springer. Das ist das, was wir auf jeden Fall brauchen. Das heißt, der bleibt drin. Und das Pferdchen hier auch. Läufer und Dame. Dame müssen wir holen. Der Läufer, der ist hier. Der Läufer bleibt. Die Läufer haben wir schon. Und Dame und Turm gegenüber. Also wir brauchen wirklich nur die Dame. Das heißt, der hier. Ich weiß auch nicht, dass die Namen dabei stehen. Das ist der König. Ja, den König brauchen wir nicht. Und wer ist das? Das würde ich gerne wissen. Was ist das für ein Ding? Ach, das ist der Läufer. Moment, was ist denn das Ding? Ach, das ist der das ist der Bauer. Ja, den Bauern brauchen wir nicht. Also wir brauchen... Ich muss nochmal gucken. Ey, hab mich komisch gedreht. Wir brauchen Turm, Springer, Dame und Läufer. Turm, Springer, Dame und Läufer. Turm und Springer haben wir hier. Dame fehlt und den Läufer können wir hier lassen. Wir tun den Läufer einfach mal da rein, dass wir den nicht verlieren. Da der Läufer einmal rein. Und wir können einfach den König da lassen, oder? Weil ich glaube, hier muss am Ende der Bauer rein, weil da ein Bild ist. Aber der König ist hier kein Bild, ne? Vom König ist hier kein Bild. Ich gehe mal das Risiko ein, dass wir den König da lassen. Ich hoffe, das ist dann richtig, dass wir den nicht brauchen. Immerhin stand da nichts. Bauer stand da zwar auch nicht, aber das ist ein Bild. Läufer stand da. Springer auch. Ach man, warum muss es ein Schachbrett sein? Ich mag keinen Schach. Ich komme damit nicht zurecht. Ist mir zu langweilig einfach. Na komm, lauf. Dann holen wir einmal den König. Den braucht man ja nicht, ne? Der kann weg. Die gute Dame hat ihn vergiftet und wir werfen ihn gleich in das Nest. Frag mich, ob die irgendwas darstellen. Läufer, Springer und so. Vielleicht ist ja der Bauer sind wir. Die Dame ist die Annette. Der Läufer ist Ada vielleicht. Obwohl, nee, der Läufer ist Mr. X. Ey, da ist der Springer. Oder so, ich weiß nicht. Irgendwie hat das bestimmt eine Bedeutung. Irgendwer ist irgendwas. Einmal durch hier, nach oben. So, König, deine letzten paar Sekunden mit uns hier. Wie fühlt sich das an? Also, ich wäre traurig, wenn ich jetzt zurückgelassen werde in so einem komischen Keller, der sehr seltsam gebaut wurde. So, gib mir die Dame, ich brauche die. So, mit dem König. Man kann die ja nicht einfach irgendwo reintun. Ist das der König? Ups, da muss ich doch nochmal andersrum. Da muss ich sie nochmal reintun, ganz kurz. Und einmal die Tür aufmachen. Mit dem König. Und dann die Dame einmal mitnehmen. Ich hoffe, das war alles jetzt richtig. Obwohl, ach, den König kann ich jetzt auch mitnehmen, ne? Oh, wow. Ich mache mir viel zu viele Gedanken darüber, dass wir irgendwas zurücklassen müssen. Das müssen wir gar nicht. Wir können alle mitnehmen. Hätte ich das noch richtig gesteckt am Anfang? Mit den Steckern die Tür öffnen. Jetzt sind wir auch weitergekommen mit der Aufgabe. Also brauchen wir den König doch. Kann doch kein Feld einfach leer bleiben. Schade. Ab und zu sehe ich irgendwelche Sachen wabbeln, auch wenn das gar nicht so ist. Oh, Moment, da kommen wir nicht wieder zurück. Wir müssen hier lang gehen. Oh, überall diese schönen Gedärme. Richtig wundervoll. Das ist doch ein Paradies, oder? Ein Fleischerparadies ist das. So sieht es bestimmt auch bei der Schlachtertheke aus, beim Riefe. Oh, eklig. Oh, ich kann da immer nie vorbeigehen. Ach. Also der Geruch macht mich immer fertig. Ich muss, immer wenn mein Vater da gewesen war, jetzt ja mittlerweile nicht mehr, ich gehe schon wieder hier hoch. Immer wenn er da gewesen war, und was geholt hatte, dann, ich musste immer weggehen. Das war mir zu ekelhaft.
Ich weiß nicht, ob der Geruch allgemein widerlich ist, ob ihr das auch so empfindet oder ob das daran liegt, dass ich einfach schon jahrelang nichts mehr mit Fleisch zu tun habe. Aber irgendwas war das. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass es daran liegt, dass ich es nicht esse, dass ich es nicht mag. Und dass es deswegen so furchtbar stinkt für mich, dass ich kann da wirklich nicht stehen, ohne dass mir kotzübel wird. Wer weiß, vielleicht ist das für andere Leute nicht so. Mein Vater meinte immer, das riecht ganz gut, das riecht gar nicht schlecht. Ich habe es nie verstanden. Letztes auch aber nur verschiedene Geruchssinne. Jeder mag, was er mag. Einige Leute mögen kein Lavendel, einige ja. Ich beispielsweise mag auch kein Lavendel. Ich weiß nicht, Lavendel macht mir immer Kopfschmerzen. Da bin ich aber allerdings auch nicht die Einzige. So, jetzt hole ich einfach alles wieder raus. Nur um sicher zu gehen. Also. Der Springer muss auf jeden Fall da rein, weil da ein Bild ist. Den haben wir eben sowieso falsch platziert gehabt. Der Bauer, der kommt hier rein. Und jetzt müssen wir lesen. Turm und Springer nicht an derselben Wand. Turm kommt also auf diese Seite. Turm war ja in der Mitte, richtig? Der Turm war in der Mitte, soweit ich weiß. Und Dame und Turm gegenüber. Hier war es die Dame. Einmal nochmal gucken. Und Dame und Turm gegenüber. Läufer und Dame nicht nebeneinander. Also kommt hier der König. Nicht untersuchen. Und der Läufer kommt auf die andere Seite. Dann haben wir doch alles, oder? Haben wir es jetzt? Komm schon. Habe ich es nicht richtig gemacht? Was habe ich denn falsch gemacht? Moment, der Springer und die Dame dürfen nicht nebeneinander. Läufer und Dame dürfen nicht nebeneinander. Und Dame. Jetzt bin ich verwirrt. Vielleicht muss die Dame. Nein, die Dame muss doch hier hin. Die Dame ist richtig. Die ist auf jeden Fall richtig, weil da ist ein Bild und sie darf nicht gegenüber vom Läufer. Nee, warte, sie darf nicht gegenüber vom Läufer, ne? Sie kann also gegenüber vom Bauern sein. Der kann die Dame ja doch umplatziert werden. Ach, stellt euch mal vor, ihr müsst die Welt retten vor irgendwelchen Viechern. Und das. Warum nehme ich das raus? Und ihr kommt jetzt zu irgendeinem verdammten Schachrätsel. Das ist das Erste, was ihr bekommt. Och, das ist ja wundervoll. Ach, verdammt. Turm und Dings waren aber gegenüber, ne? Ja, Dame und Turm gegenüber. Da muss ich den doch wieder umplatzieren. Dann, wenn ich die Welt retten wollen müsste, dann. Wenn ich wollen würde oder müsste, dann. Ja, dann wäre ich nicht froh, wenn ich aber mal ein Schachrätsel bekomme. Turm und Springer an derselben Wand. Ach, Turm und Springer an derselben Wand. Also kann das. Sind die Bilder doch irrelevant? Kann das sein? Kann ich den mal wegnehmen? Der Läufer darf aber nicht neben der. Nicht nebeneinander. Ah. Okay, Moment. Nein, Moment. Turm und Dame gegenüber. Wenn das unwichtig ist, dass die Bilder da sind, kann ich denn die Dame hierhin tun? Und der Turm hier? Der Turm einmal hier? Gott, das ist ja furchtbar, dieses Rätsel. Der Läufer darf nicht bei ihr sein. Weil er nicht nebeneinander, ne? Das heißt nicht, dass er nicht auf der gleichen Seite sein dürfte. Darf. Läufer könnte theoretisch dahin. Wir tun ihn einfach mal dahin. Turm und Springer an derselben Sa Wand. Also muss der Springer einmal hier rein. Und der König gegenüber. Dann ist der König wenigstens immer neben der Dame. Okay, Leon hat nicht mal darauf reagiert. Das muss ganz schlecht gewesen sein. Was habe ich denn? Mach ich denn hier? Oh, ich bin so verwirrt. Was ist das für ein Rätsel? Das ist ja viel schlimmer als die ganzen anderen. Dann halt nochmal. Vielleicht sind die Bilder ja doch ausschlaggebend. Und vielleicht muss die Dame ja gar nicht auf diese Seite der Wand. Sondern anders, dass der Turm hier hinkommt. Turm kommt. Das ist der Turm, ne? Ja, das ist der Turm. Der kommt dann mal dahin. Und die Dame kommt hier in die Mitte. Die Dame darf ja neben dem Bauer stehen. Der Läufer ist. Läufer und Dame nicht nebeneinander. Dame und Turm gegenüber ist. Turm und Springer an derselben Wand.
Jetzt muss ich nur gucken, wie ich König platziere und den Läufer. Ich glaube, den König tue ich neben die Königin. Und der Läufer bleibt da. Solange, weil der kann ja nicht neben ihr sein. Ja, ich hab's geschafft! Die Dame war das Problem. Ich habe sie die ganze Zeit auf der falschen Wandseite gehabt. Okay. Bin fast da, Ada. Erstmal muss ich speichern, Mann. Das muss ja furchtbar gewesen sein, zu zusehen. Das tut mir leid. Verdammt nochmal. Okay, rausnehmen. Das auch rausnehmen. Brauchen wir noch irgendwas davon? Den Film brauchen wir irgendwann nochmal. Den nehmen wir mal mit. Obwohl, den nehmen wir nicht mit. Wir holen ihn wieder, falls wir ihn brauchen. Okay. Dann mal speichern und dann ab zu Ada. Ada, ich hoffe, du hast nicht zu lange gewartet, während wir versucht haben, beim Ende der Welt ein Schatzrätsel zu lösen. Was so wundervoll ist, dass das ein Rätsel war. Ada, wir kommen! Kraut! Ada, ich bin gleich da! Das geht nicht. Ich komme da nicht rein. Manu, kann das nicht alles einfach funktionieren? Da kam ich her. Und die geht nicht. Kann nicht einfach alles funktionieren, wie ich will. Und ich dachte hinter der Seite... Moment, hinter der Seite war doch ein Viech. Wir sind jetzt auf der Seite von dem Viech, oder nicht? Da war doch irgendein Geräusch bei der Tür. Oder war das ein Geräusch, was separat von dem Zeigen der Tür passiert ist? Das kann auch sein, dass ich das nur so angehört hatte. Nein? Damit kombinieren, bitte. Danke. Oh, da wird irgendwas... Bestimmt kommt dieser komische Tyrant-Typ. Achso, wir müssen wieder das machen. Muss mal weg. Okay, der ist zu extrem. Ah. Oh, das letzte Mal waren wir gut dabei. Als wir das gemacht hatten. Denn der nochmal? Oh, ja. Das hat geklappt. Was kommt jetzt? Ich habe Angst. Es ist keine Cutscene. Ich habe erwartet, dass direkt eine Cutscene anfängt. Aber ich höre Sachen. Ich traue Sachen. Ich hab... Oh! Oh mein Gott! Oh! Oh! Oh, du! Okay, zum Thema keine Cutscene. Was genau soll ich jetzt tun? Was soll ich denn tun? Hä? Muss ich das umbringen? Was soll ich denn tun? Es brennt mir! Komm rein. Ja, bitte komm hier rein. Ich bin voll überfordert, was ich tun soll. Oh, was ist das? Du bist ja wie das Viech, was wir schon mal gesehen haben. Nur mutiert. Leon! Lau! Er ist das Viech. Er ist wie das, was mit uns geredet hat. Er ist noch am Leben? Er ist das. Ich dachte, er ist eine andere Version davon. Er ist das Viech, was wir mal bekämpft haben. Ich weiß es nicht. Ah! Oh mein Gott! Ich hab nur einen Schuss, oder? Ah! Ich hab nicht mal Redi getroffen! Muss ich den töten? Bitte nicht, ich kann nicht. Wieso lebst du denn noch? Du warst das gruseligste etwas. Verdammt, ich werde sterben. Nein! Ich hab doch nichts. Hab ich irgendwas? Ih, da ist ein Kopf drin. Da ist ein zweiter Kopf entwickelt. Oh! Sind wir mit ihm gestorben? Oh. Oh, wir wurden weggeklatscht von dem, was wir hier gemacht haben. Also ich muss ihn wirklich runterschmeißen. Verdammt! Okay, wir müssen also... Wir müssen am Rand sein, wenn das passiert. Aber er hatte uns halt... Mobb mich nicht!
Ich glaube, wir sollten nur laufen. Und wenn das, wenn wir das Ding wieder zurückholen, damit er irgendwie stehen bleibt oder so, ihn zum... Was mir nicht an? Ihn dazu bringen, dass er stehen bleibt. Bitte hör auf, auszurasten. Oh mein Gott, ich werde gleich gegriffen. Oh, 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 ich muss noch einmal im Kreis laufen. Ah, Leon! Das ist Muni. Habt ihr das gesehen? Da war Muni. Drück den Knopf! Nimm die Muni! Schieß ihn an! Jetzt hab ich dich! Komm schon. Komm schon. Ich hab die Seite verwechselt. Ich dachte, das wird in der Mitte wird das geflogen. Wir haben ihn am Leben gelassen und uns damit umgebracht. Okay, wir müssen... Er muss vorne sein. Er muss da stehen irgendwo. Und wir sind hier hinten. Oh, 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 oh. Okay, wir müssen auf die andere Seite. Schnell, 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 schnell. Nein! Wieso bist du bei uns? Verdammte Scheiße! Nein! Wer hat dir das erlaubt? Oh, jetzt, ich... Nein! Ich komm da auch nicht hin. Darf ich mal kurz? Danke. Oh, Granate. Granate ist gut, die brauchen wir. Ein Messer! Messer ist gut, brauchen wir. Na, stehst du wieder auf? Na komm, steh auf. Ich mach das. Ich mach das. Ich mach das nicht. Da ist noch mehr Muni. Ich mach das nicht. Puh, okay. Okay, wenn wir hierhin laufen. Nein, er muss mit uns auf unserer anderen Seite sein und dann laufen wir. Warte. Verdammt! Jetzt hab ich dich. Wieso? Okay, wir müssen ganz dringend. Komm bitte einmal her. Okay, und jetzt. Hör auf, mit uns mitzulaufen! Mit deiner Kurbel! Lass mich los! Wieso musst du mich jetzt greifen? Hättest du nicht 2 Sekunden was anderes machen können, außer mich zu greifen? Was? Sag mal! Ich will nicht so assistiert wechseln, nur weil ich 2-mal gestorben bin. Nein, ich mach das. Das Ziel ist nicht das Problem. Komm schon. Anstatt dass er einfach wartet. Er muss auf der anderen Seite sein, wenn ich es drücke. Sag mal. Übertreib nicht, okay? Oder wir müssen dafür sorgen, dass er liegen bleibt. Das, weißt du, was machen wir? Ich aktiviere das erst, wenn er hockt. Jetzt ist gut, jetzt ist gut. Wenn er hockt. Bitte hocke. Er hockt, er hockt, er hockt. Jetzt habe ich dich. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Bitte sei schnell genug hier. Das ist perfekt gerade. Bitte sei schnell genug hier. Komm schon. Ja, wir haben's! Ja! Jetzt gib doch endlich auf! Stirb! Ich muss das nochmal machen! Ich war so sicher, dass wir fertig sind! Ich muss es nochmal machen! Danke, dass du ausgerastet bist, während das Ding noch wegging. Er ist schneller! Okay, raste jetzt nicht vollkommen aus. Na komm. Komm, Putzi. Oh Gott, er rastet aus. Er rastet aus. Er rastet aus. Er rastet aus. Kannst du bitte ihr weiter ausrasten? Komm schon. Komm her. Bitte leg dich hin. Ja,
Jetzt hab ich dich. Ich hab dich. Komm schon. Jetzt aber. Jetzt bitte stirb doch. Nochmal halte ich das nicht aus. Jetzt kommt noch er. Bitte steh nicht auf. Bitte steh nicht auf. Bitte steh nicht auf. Bitte steh nicht auf. Oh, er wollte gerade aufstehen. Jetzt bitte stirb. Bitte, 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 bitte stirb. Bleib los. Ja, wir haben's. Gott sei Dank. Verdammt nochmal, was war das für ein Kampf? Nice. Ah. Ich hoffe, den bin ich los. Ich hoffe auch. Ich musste erstmal einen Siegestrunk nehmen. Das war mir zu... Ich habe zu viel geschrien. Das kann ich nicht aufheben, ne? Und das ist auch kein Teil zum Erschießen. Wir haben schon lange keinen Schießteil mehr gesehen. Ich glaube, ich habe es übersehen. Oh, bin ich froh, dass das Viech tot ist. Blödes Ding. Es hat mir vorher schon so viele Probleme bereitet. Und jetzt kommt es nochmal wieder in der mutierten Version. Das kann doch nicht wahr sein. Verdammt nochmal. Ach, wir sind wieder hier. Na komm, jetzt aber. Bitte, bitte lass uns nicht schon wieder kämpfen müssen. Komm schon. Und bitte lass Ada leben. Und noch da sein. Ada! Ada? Ada, wo bist du? Sag nicht, du bist abgehauen. Ich bin hier! Oh, du bist noch da, Gott sei Dank. Ada! Ich war gerade schon in Sorge. Ich krieg es nicht raus. Ich weiß nicht, ob ich das... Tu's einfach, ich kann so nicht laufen. Okay. Wird wehtun. Oh, es tut mir leid, Ada. Hast du jetzt gut ertragen? Warte. Hä, wo hast du das her? Ich mach's selbst. Entspann dich. Wo hast du das her? Das hatten wir vorher nicht. Also, wie geht's weiter? Sieh zu, dass du es hier rausschaffst. Solange du noch kannst. Ich werde dich nicht hier lassen. Nicht so. Du verstehst das nicht. Die Situation ist übler, als ich dachte. So einfach wirst du mich nicht los. Du hast mich beschützt. Jetzt bin ich dran. Wusste nicht, dass wir hier Punkte zählen. Auf gar keinen Fall lassen wir sie alleine. Greif meine Schulter. Ganz schön mutig, Frischling. Okay, will er nur helfen. Kann da kommen, lass dir helfen. Ada. Und zieh dir endlich andere Schuhe an. Helfen? Wir müssen dringend zum Nest. Nest? Umbrellas Labor, direkt unter uns. Annette hat sich verplappert. Dort sind die Virusproben. Bist du dabei? Denke, mein Kalender ist frei. Komm. Wir haben was zu tun. Ach, Leon ist super. Ich finde die beiden toll. Das ist voll das gute Team. Und sehr schön, dass wir jetzt Ada wieder dabei haben. Auch wenn ich nicht weiß, wo er diese Desinfektionsmittelflasche her hat. Die Seilbahn bringt uns runter zum Nest. Dieses Armband ist unsere Fahrkarte. Nett. Woher hast du das? Ausgeliehen. Wie auch immer, wir sind fast da. Wir sollten ja echt andere Schuhe besorgen. Erst recht jetzt mit der Verletzung. Das ist gar nicht gut. Oh, ich kann noch mal speichern, wenn wir hier sind. Das ist gut. Ich speichere noch mal. Tut mir leid, Ada. Ich muss ganz kurz tippen. Ich schreibe ganz kurz einem Brieffreund noch eine Nachricht. Geht's denn dir einigermaßen gut? Geht das? Wie soll sie so denn noch kämpfen? Oh. Das Bein. Lass mich dich tragen. Nein. Ich würde mich nur schlechter fühlen. Ich hoffe, das infiziert sich nicht. Ich weiß nicht, wann wir das nächste Mal zu einem Arzt kommen. Außer Annette. Und ich hoffe, das hier bricht nicht ein, wenn wir jetzt weiter drüber gehen. Wie ist die Schulter? Schlimmer, als es aussieht. Was für ein Paar. Beide mit einem Fuß im Grab. Ach, wir haben schon Schlimmeres durchlebt. Denke ich mal. Also Leon auf jeden Fall. Du, da bin ich mir nicht sicher, aber bestimmt auch. Können wir sie eigentlich als Benzin benutzen für unsere Waffe? Sie ist heiß genug. Oh Gott, der war schlecht. Tut mir leid, Ada. Das sollte uns zu unserem Ziel bringen. Ja, das bringt uns dahin. Das ist das Ding, was wir eben gesehen hatten. Die Seilbahn. Mit dem Armband. Sehr schön. Oh, na Gott sei Dank hat sie das. Okay, danke. Ich dachte, jetzt fängt die Cutscene schon an. Hat sie nicht? Können wir uns das hier gemütlich machen oder so?